義経の残した手がかりようやく見つかったの。さてさて、鬼が出るか蛇が出るか、手に取らねば始まらぬの。おお、ja, moin und hallo Leute, da sind wir mit dem nächsten DLC Dunkelheit in der Hauptstadt. Wir haben offenbar wieder eine kleine Zeitreise hinter uns. Wir können ja hier auch mal kurz auf der Karte gucken, da sehen wir schon, ist jetzt hier, ja, wir sind noch weiter in der Vergangenheit zurückgereist, 976 jetzt im Jahr. Gucken wir mal, was uns jetzt hier so ins Fremde erwartet. Die Zwischensequenz hat mir ja schon irgendwie ein ungutes Gefühl gegeben mit diesen scheiß Feuerradmönchen. Aber ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier alles auf uns zukommt. Weil zwei Kodamas gibt es hier auf jeden Fall zu retten. Relativ wenig in der ersten Hauptmission. Allerdings ist die Stufe jetzt schon deutlich angestiegen mit Stufe 130. Und der Schwierigkeitsgrad soll laut Spiel auch nicht so ohne sein. Gucken wir mal. Das ist der Vogelgeist O, der in Yoshitsunos Gedanken erschienen ist. Und das bedeutet, wir sind hier richtig. Dieses Mal scheint uns diese Kiste hierher gerufen zu haben. Das ist wirklich sehr geheimnisvoll, aber zumindest sind wir besser vorbereitet als beim ersten Mal. Gibt es noch so einen in dieser Zeit? Wessen Schicksal ist an Soha Yamaru gebunden? Das werden wir jetzt herausfinden. Wir kriegen noch eine Samurai-Locke, wenn wir hier fertig sind. Hoffentlich vergesse ich die nicht auch wieder. Heian Kyu in der Provinz Yamashiro ist die Hauptstadt Japans. Der Name ist von einer Kombination verschiedener japanischer Zeichen abgeleitet, die für Harmonie und Stabilität stehen. Der Palast ist umgeben von Reihen von Wohnhäusern des Adels und die Straßen, die sich wie ein Gitternetz durch die Stadt ziehen, wurden als solides Fundament für den Wohlstand dieser alten Hauptstadt angelegt. Nach der Gründung genoss die Stadt zwar eine Blütephase, aber wiederkehrende Naturkatastrophen fordern zunehmend ihren Tribut. Während die Bewohner vergebliche Gebete ausstoßen, um die rachsüchtigen Geister, die aus der Hauptstadt vertrieben, zu mildern, fallen Horden von Yokai und verbreiten Angst und Schrecken. Okay, dann scheint das wohl vor Kyoto die Hauptstadt Japans gewesen zu sein, oder wie? Ich bin in der japanischen Geschichte jetzt nicht allzu bewandert. Die Hauptstadt. Oh, das hatte vorher nur einen anderen Namen, ich bin mir gerade nicht sicher. Kyoto war auf jeden Fall. Jetzt haben wir übrigens genug Punkte für den nächsten Stufenaufstieg und wir packen jetzt ein bisschen was wieder in Ausdauer, wie ich versprochen habe. Bringt uns halt leider neben dem Ausrüstungsgewicht herzlich wenig, das ist ein bisschen schade bei der Ausdauer. Also die bringt uns keinen Ki-Impuls, keine Ninjutsu-Kraft wie andere Sachen. Es ist wirklich nur das Ausrüstungsgewicht, aber dafür ist es halt auch die einzige Fähigkeit, mit der man das reduzieren kann. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, ich kann mich aber auch wirklich täuschen, dass es im ersten Teil auch die Stärke das ein bisschen beeinflusst hat. Kann natürlich auch sein, dass das nicht bei jedem Levelaufstieg die Stärke beeinflusst. Aber wir packen jetzt ein bisschen was in die Ausdauer. Na, Stärke würde unseren Speerschaden minimal noch mit beeinflussen. Hier geht noch nicht mehr. Ja. Es bringt dafür eben am zweitmeisten Leben, am meisten bringt Konstitution für Gesundheit dazu. Und dann kommt schon die Ausdauer mit 10 Punkten, glaube ich. Gibt es noch eins? Ne. Immerhin da ein bisschen, aber ist schon so ein bisschen schade. Na gut. Aber ich hatte es ja gesagt und das mache ich jetzt auch. Außerdem könnten wir dann vielleicht mal unseren Schutzgeist wechseln. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das Problem war nämlich, ich kann es dir nochmal zeigen. Das Ding ist nämlich ein Phantom vom Schutzgeist her. Ich habe mich mit meinem Wildling jetzt eigentlich ganz gut angefreundet. Ob ich den wirklich dann wechseln will? Und als sekundärer Schutzgeist ist er auch nicht mehr so geil dann. Oh, das ist der falsche, das ist unserer. Da verringert das nur unseren Elementarschaden, wenn wir verteidigen.
Ich weiß ja noch nicht so recht. Ja, ich weiß noch nicht so recht. Gucken wir mal, ob und was ich da jetzt hier umstelle. Das kann ich mir nochmal auch in Ruhe ansehen. Aber wie ich schon erwähnt habe, es schadet jetzt auch nicht, wenn wir ein bisschen schwerere Ausrüstung tragen können. Wer weiß, was noch so kommt. Vielleicht wechsle ich ja doch nochmal auf die Rüstung vom Krieger des Ostens. Denn was die halt ziemlich geil gemacht hat eigentlich. Der Angriffsbonus auf Konstitution. Das wäre schon geil. Aber dafür müssten wir eben noch mindestens zwei weitere Sachen anziehen. Sprich zwei Rüstungsteile noch dazu. Und dann wird es hier schon schwierig. Wir könnten höchstens, aber wenn wir den Wellenschwimmer anlegen, verlieren wir eben unseren zweiten Speer. Ist auch scheiße. Alles kriege ich noch nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob es noch mehr Sachen gab als das Magatama, was den Z-Bonus heruntersetzt. Aber wir werden es ja irgendwann sehen. Okay, dann scheint es wohl wirklich so zu sein. Ja, okay, nach dem, was sie jetzt gerade gesagt haben, scheint es wohl wirklich so zu sein. Die Quatsch. Kack hier wieder. Sein Wirbel. Scheint es wirklich so zu sein, dass das hier Kyoto ist, aber einfach nur einen anderen Namen hier noch. Oh. Ach scheiße, das war erwischt. Das macht noch relativ viel Schaden. Das war jetzt aber. Und die machen immer noch relativ viel Krach, wenn sie sterben. Ja, dann muss das wohl doch der Ort sein, der später unter Kyoto bekannt sein wird. Ach nee, wartet mal, guck mal, ich habe ihm Quatsch erzählt. Wir bräuchten... Wir haben die Handschuhe nicht an. Davon bräuchte ich noch zwei. Aber es reicht dann trotzdem nicht. Wir müssen zwei hiervon ablegen. Beziehungsweise, ne, guck mal, wir könnten das ersetzen. Ah, wenn ich dann einen ablege, passt es ganz... Ja, es passt ganz knapp nicht. Okay, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie einen Weg finde, dass wir das Beste aus beiden Welten kombinieren dürfen. Das wäre halt richtig geil. Also Schadensbonus Stufe A auf die durch Konstitution stehe ich mir schon sehr nützlich vor. Weil sie ist ja nochmal auf... Licht in das Feuer. Ach, ich habe doch Licht in das Feuer gesagt. Weil unsere Konstitution... Ah, da waren wir schnell. Unsere Konstitution ist ja nun doch schon auf Maximum. Von daher glaube ich auch... Unser Schatten wäre dann auch ziemlich hoch damit. Bin mal echt gespannt, ob ich das irgendwie hinbekomme. Na, den haben wir aber schnell erledigt. Ich habe noch ein bisschen Feuer. Hier gibt es ja wieder ganz schön viele Sachen zum... Was geht denn hier? Was geht denn mit euch? Du hast schon Blitz drauf, jetzt kommen wir vorher dazu. Bam. Und erledigt. So, die werden hier auch wieder nur so weggeschnetzelt. So muss das sein. Und hier besorgen uns auch wieder ein paar Leute, denn müssen wir unsere göttlichen Waffen ein bisschen leveln können. Und unsere Rüstung natürlich auch. Nein. Nicht. Alter. Das gibt ganz schön Schaden. Oh oh. Oh 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 oh. Uiuiuiui. Das war knapp. Das war knapp. Dezent unterschätzt den Lümmel. Kommen wir hier durch? Nach der Geschichte mit der aufspringbaren Wand sehe ich jetzt hier überall Möglichkeiten. Ach, ich wusste es. Irgendwer musste das Faultier auspacken, ne? Scheiße. Oh.
Na, egal wie langsam wir sind, wir haben nicht trotzdem weg, Junge. Keine Chance. Dafür hat uns aber gleich zwei göttliche Gegenstände gegeben. Immerhin. Mussten wir sogar hier lang? Und das sehen sie an neuen Gegner aus. Das sah irgendwie aus wie ein fahrendes oder laufendes Haus. Ist Baba Yaga hier oder was? Das wäre ja mal was. Geht. Das ist ja euch. Alter, genau aus diesem Grund hasse ich euch. Oh, Scheiße, ey, das war's gleich. Laufen, laufen, laufen. Jetzt müssen wir echt ein Elixier nehmen. Boah, come on. Das gibt's ja auch nicht, oder? Das sind solche Arschloch-Gegner. Die machen mir mehr Probleme als die letzten Boss-Gegner. Unfassbar. Yatagasaru-Kürs. Klingt alles neu. Ach nee, das ist hier vom... Oh, das Rahmenflügelgewehr haben wir ja sogar schon. Stimmt. Okay, den kennen wir doch schon. Ist auch gar nicht so einfach, sich alle Namen hier zu merken. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Du bist verbrannt, Junge. Das wundert mich gar nicht. Und jetzt musst du noch erschlagen. Wie schnell ist der denn? Oder sie, wie auch immer. Ja, nicht mit Bomben schmeißen. Passt jetzt davon. Krass, das war gar nicht mal so ohne. Und beknackt verzaubert hat sie uns auch noch gleich dazu hier. Das müsste man gleich ein Ende nehmen. Und sieht wer. Ui, das war gut. Und tschüss. Was? Das Ding. So, jetzt ist unser Leben auch wieder auf Maximum. Sehr schön. Ah, guck mal an. Hier war tatsächlich ein Raum und ich sehe auch schon den ersten Kodama auf dem Radar. Hier. Oh, ist so eine. Die hat man nicht mehr. Das wird überhaupt nichts nützen. Na, komm mal her. Au. Halt. Oh, jetzt wohl. Cool bleiben, Mädchen, ja? Ganz auf langsam. Und jetzt sind wir aber dran. Ja? Zack, und da wird es auch noch drauf. Und erledigt. Fliegender Blitz. Wir sind hier die Blitzmeister. So, was haben wir hier? Ach ne, du bist hier Aufwand nicht wert. Viel zu wenig Göttliches. Hier können wir uns quasi einen Shortcut bauen. Den wir den Mist löschen. Zack, da dürfen wir dann durch. Sehr schön. Da geht's nicht weiter. Eine Pfeife. Ne, der zieht einen Karren hinter sich her, oder? Das ist ein Karren. Oh, ich glaube, die gab es auch schon im ersten Teil. Irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Das wäre ein bisschen schade, aber irgendwie kann mich irren, aber es kommt mir. Doch jetzt, wo ich sie sehe, vertraut vor. Ist auch jemand gestorben? Nee, nee. Wir nehmen wirklich nur noch welche, die nur göttlich besitzen. Ich nehme hier alles an Buffs, was wir so haben. Oder auch nicht, das kommt mir irgendwie doch nicht so bekannt. Jetzt haben wir das schon. Schauen wir mal auch mit drauf. Und tschüss. Erledigt. Keine Bange. Yokai Lieber ist bereits zur Stelle. Wird dich vielleicht ein bisschen spät. Aber für den Rest noch genau richtig. So, jetzt haben wir jetzt mal frisches Wasser auf uns. Den killen wir nochmal hier. Doppel-Ed. Ed-Ed. Mehr Ed-Ed. Oh, schade, ich dachte, wir können an der Wand festnageln. Aber wir haben noch was. Tschüss. Wundervoll. Gucken wir nochmal. Oh, eine Katze. Irgendwo. Und hier gibt es auch noch was zu plündern. Gibt es denn sowas?
Platt übersehen. Oh, Leim, dafür hat es sich schon gelohnt, zurückzulaufen. Und wo ist die Katze? Hier offenbar nicht. Der ist auch komplett göttlich und der auch. Komm, den nehmen wir noch mit. Schön cool bleiben hier. So, so geht das doch. Und der nächste, na komm. Ist immer so ein bisschen doof, nicht nur, dass sie halt so schnell auftauchen, bevor wir sie überhaupt richtig einloggen können, sondern dass wir halt immer automatisch unsere Waffe bei den Beschwören wegstecken. Mist. Ein Attack ist noch hier. Dann hätten wir gleich unseren mega Finisher machen können. Aber ach, die sitzt hier hinter. Guck an. Hallo. Kommt. Komm mit, Kätzchen. So, wir nehmen mal Wasser mit. Jetzt können wir hier einfach durchlaufen. Einfach, weil wir es können. Und hier sind beide Kodamas schon. Das ist ja witzig. Hallo. Na? Hatten die Entwickler hier keinen Bock mehr, euch bloß zu verstecken, oder was ist das? Der andere sitzt hier hinter der Mauer. Schon mal. Ich muss jetzt einfach nur durchlaufen, brennen wir halt noch ein bisschen das Holz. Juckt uns gar nicht. Das juckt uns auch gar nicht. Vor allem, wenn wir dafür den letzten Kodama haben. Und alle gerettet hier. Bin mal gespannt. Also im ersten DLC haben wir auch wieder weniger als 10% gemacht. Ich glaube, die Prozentrate war sogar noch geringer als beim Hauptspiel. Was ich aber tatsächlich ein bisschen nachvollziehen kann, weil vielleicht nicht alle komplett durchspielen und das DLC dann noch im Anschluss spielen. Aber trotzdem immer wieder erschreckend, wie viele Leute unsere guten Freunde hier im Stich lassen. Ah, ein Affe. So, hier gibt es noch schon Glitscher drauf. Oh, guck mal. Ganz schön ausgetraut. Muss man nur lassen. Jetzt aber vorsichtig. Sonst ist das nämlich gleich mit uns hier gelaufen. Wir nehmen tatsächlich mal wieder ein bisschen Schaden. Oh, guck mal. Oh! Der macht die andere Moves. Nicht schlecht. Ja, also die Gegner hier in dem DLC können wieder ein bisschen austeilen, auf jeden Fall. Stecken wir gerade nicht so gut weg wie vorher. Und es sieht mir gerade eben laut Karte zumindest aus, als kämen hier schon erste Bossgegner. Erstmal beaten. Wobei, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es gebraucht hätte, aber naja. Ist jetzt auch kein Drama. Viel weiter. Ach, nee, wisst ihr, warum ich da eigentlich hin wollte? Jetzt weiß ich warum. Damit ich schon mal einen Kodama-Segen aktivieren kann. Denn wir sind ja in einer neuen Region. Da ist noch nichts aktiv. Und es ist sogar schnell Orakel, deswegen sehr schön. Zwar nur mit kümmerlichem 5%. Aber 5% ist immer noch mehr als 0. Und hier steht noch eine Kiste. Was machen denn eigentlich unsere Handschuhe? Ich bin ja schon mal erleichtert, dass sie überhaupt leveln. Mit der Vertrautheit. Ich war mir nämlich nicht sicher, weil wir erfüllen die Anforderungen nicht. Wie ihr seht, uns fehlt es an Fähigkeit. Unten ist ja rot markiert. Bedeutet, die ganzen Boni hier kriegen wir auch nicht. Von daher bin ich erleichtert, dass wir überhaupt das Ding leveln können. Hätte ja auch gut sein können, dass das auch nur geht, wenn man die Anforderungen erfüllt. Und tschüss. So. Und wie gehabt? Bam. 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 Bam, wir nehmen mal alles ein, bevor wir uns hier reinwagen. Wer weiß, was jetzt kommt. Tōmagashira Yorimitsu, Kenzan. Kyō o sawagasu oni domo de. Otonashiku tamajirō o yokose! Okay. Alter, was geht denn hier ab? Die beschwören einfach mal ihn. Einen unserer meistbekämpftesten Bossfights. Und Bossgegner.
häufig bestreiteten Bossfights überhaupt. Okay, bisher machen wir uns ganz gut. Wir nehmen recht wenig Schaden. Teilen ganz gut aus. Bang, 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 bang. Wir haben hier schon mal schön Blitzschaden. Jetzt sollte ich auch mal wieder auf den Feuerschaden wechseln. Ei, nicht schlecht. Was erwischt sie uns jetzt? Alter. Krasser Move. Hätten wir nicht so viel Gesundheit, würde uns das Ding locker one-shotten. Aber jetzt brennt sie auch. Nein. Ach, du Scheiße. Das ist doch fies. Scheiße. Okay, wir müssen mal wieder ein bisschen... Eieiei, jetzt könnte ich den Speer wieder wechseln. Wie gerade... Alter Schwede, okay. Geht mächtig am Kämpfen. Dass wir endlich mal... Warum geht unsere Rüstung nicht? Was ist das für eine Scheiße? Nee, irgendwie... Scheiße, die Buff auf uns, dass das nicht geht, oder was? Oh, oh. Nee, wir können momentan keine Buffs nutzen. Scheiße, das ist bestimmt von ihrem Kack, den sie da oben eingesetzt hat. Das war schon mal ganz nett. Und das ist richtig gut. Oder auch nicht, warum hat das nicht funktioniert? Okay. なぜその刀を。怪しい奴め。次は必ず玉城をもらう。 行くぞ、 金時。 Na, aber immerhin, first try trotzdem wieder. Es war allerdings eng, das gebe ich zu. Enger als im ersten DLC auf jeden Fall. Man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Und wie gesagt, hätten wir nicht so viele Punkte in Konstitution und dadurch so viele Lebenspunkte, dann hätten wir uns hier ihr Special-Wurf hier, dieser Anime-mäßige, plötzlich wird der Bildschirm schwarz und sie war so schnell, dass sie einfach durch uns durchgeschlitzt ist, dann hätte uns das mit Sicherheit kalt gemacht. Also, die ist schon gar nicht mal so ohne gewesen. Und ich bin schon gespannt, was beim zweiten Mal auf uns zukommen wird, ob sie wieder gegen uns kämpft oder ob wir verklickern können, dass wir eigentlich auf ihrer Seite sind. Bin da wirklich mal gespannt. Und der Kampf war tatsächlich auch so krass und schnell und hektisch. Das habt ihr schon gemerkt, ich habe es mit meinen Buffs kaum hinbekommen und auch mit dem Speerwechsel. Das hat auch eher so mäßig funktioniert, weil die halt auch echt verdammt schnell unterwegs war. Ist dann halt doch was anderes bei so einem riesigen, großen Yokai, die sich auch langsam bewegen, da geht das dann deutlich lockerer von der Hand, als bei so einer, die so fix ist. Da hat man kaum Zeit, die Spiel zu wechseln und gleichzeitig Attacken abzuwehren und auszuweichen. Das war schon echt nicht ohne. So, mal gucken, was er hier zu sagen hat. Wir haben so Hayamaru funkeln sehen, dahinter schwebend. Oh. Achso, ja, der Vogelschutzgeist. Dann hat sie sich als Dämonenjägerin vorgestellt. Das kann nur bedeuten, dass wir die berühmte Yokai-Jägerin Minamoto no Raiku gefunden haben. Ich bin zwar froh, dass unsere Suche nun zu Ende ist, doch leider bist du in ihren Augen nur ein weiterer Dämon, der getötet werden muss. Sei besser auf der Hut, wenn du nicht als Teil ihrer Seelenkernsammlung enden möchtest. Pah, wer muss hier vor wem auf der Hut sein, Leute? Das ist wohl ein schlechter Scherz. Hä? Gibt noch keine Nebenmission? Keine weitere? Offenbar nicht. Offenbar nicht. Okay, dann würde ich sagen, in die nächste Hauptmission stürzen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.